So, nachdem wir uns jetzt im Hugos mit dem Jan Frodeno und mit Patrick Lange aufeinander drin haben, gehen wir jetzt alle drei vor und holen unsere Stadtunterlagen ab. Ich filme jetzt mal ein bisschen wieder vom alle drei, wie in der Rennwoche ausschaut, hat sich einiges verändert. Und zwar, es geht da hinten schon an. Ihr seht es ja da, hat ja Climax-Bild diese ganze Wiese beschlagnahmt. Auch, sag ich mal, auch jetzt, gut, muss jetzt umdrehen, ne? Ihr seht vorne, was sich alles verändert hat, ne? Genau, und zwar, da vorne seht ihr, obwohl wir noch quasi vor einem Kilometer von der Messe weg sind, aber da bauen schon die meisten oder ziemlich früh einen Stand auf. Wie gesagt, da hinten ist ein Keramikbild in der Wiese drin, da baut Leute auf, hinten ist irgendein Anbieter von, keine Ahnung, Triathlon, Gewand und Schwimmsachen. Genau, da ist das Hugus, da ist jetzt irgendein anderer drin gerade. Okay, und jetzt gehen wir da mal vor. Und jetzt schauen wir, was sich alles verändert hat. So, da haben wir jetzt kurz vorm Lava-Java. Da seht ihr selber, da hinten haben schon einige Stände aufgebaut. Polar hat da hinten was, Newton, dann dieser lokale Laufclub da, diese Big Island Running Company, hat da hinten, genau von New Balance ist da oben. Dann seht ihr es da, dass die, ja, ich würde sagen, selber, was alles sie für Marken haben. Ne? Ein bisschen weiter vorne, direkt nach dem Lava-Java, hat der Frodeno schon sein Video abgesteckt. Genauso da ist jetzt dieses Lava-Java. Also alle, die schon mal da waren, wundert euch nicht, ja, das Lava-Java ist heuer. Ich glaube, letztes Jahr war es auch schon woanders. Es war nämlich ein bisschen weiter vorne. Jetzt ist es umgezogen da, in das Gebäude. Da ist der Cascom. Das REM ist da, okay. Genau. Und da drüben, wie gesagt, da hat der, das war so ein Asiate, war da drin. Da hat der Frodeno jetzt komplett belegt den Laden. Ich glaube, dass der jetzt auch zumacht in der Woche, weil der braucht das nichts mehr verkaufen. Genau, da ist der Frodeno drin mit seiner Loge und der mit seinen Debüt-Anzüge und der Ryzen. Okay, gehen wir weiter vor. So, jetzt gehen wir da vorne hin, da war früher eigentlich bloß immer so ein kleiner Laden vom Bikeworks, der normalerweise weiter oben seinen Hauptladen hat. Der hat unten bloß immer so einen Special-Laden aufgebaut, wo er seine Athleten betreut und Radl herrichtet. Aber mittlerweile haben sie da hinten schon fast eine ganze Messe aufgebaut. Das seht ihr selber, da ist Garmin drin, da ist On drin. Das haben sie jetzt die letzten Tage aufgebaut. Ach ja, genau, und hier seht ihr auch, das ist so, jetzt am Ali Drive, ist auch alle... Am Ali Drive ist jetzt alle Meile, also eine Verpflegungsstation, wenn du rausjoggst, kannst du was zum Trinken holen. Da holen wir jetzt gleich was. Okay. Ralf schnappt was ab, jetzt schauen wir mal weiter. Also, wer kommt da vorbei gesaust? Alle fit hier. Da hat On sich in die Bude einquartiert. Na, wo bleibt er denn jetzt? Jetzt schnattert er da vorne wieder die ganze Zeit. So, okay. Und ich übergebe wieder an dich. Ich kann mal so einen Sticker geben, mit so einem Limited Corner Edition Sticker. Und zwar hat er gesagt, wenn du den aufpickst, wenn du den aufs Hirn aufpickst, dann da geht es ja definitiv besser. Weil ich mir jetzt vorgeheimert habe, dass es mir nicht so gut geht. Ach so, okay. Also schon, ja, da hat jetzt On die Loge eröffnet, wo wir gestern schon mal drin waren. Genau, das ganze Gebäude quasi, komplett, also hinten riesengroß, ist alles komplett ausgefüllt. Obwohl wir ja noch gar nicht auf der Messe haben, ne? Aber da haben wirklich auch, genau, die ganzen Anbieter schon. Okay, dann gehen wir ein bisschen weiter. So, und das ist da diese bekannte Babagamsel-Lodge. Schaut in der Rennwoche auch komplett anders aus, wie ansonsten. Und von da kann man auch runterschauen. Da sieht man schon ein bisschen auf die Messe runter. Gehen wir da mal hin, genau. Seht ihr auf die Messe, ich weiß gar nicht, ob die aufmacht. Nein, die macht heute Nachmittag erst auf. Okay,
ich gehe jetzt hier noch gleich mal runter und sage uns. Wie gesagt, jetzt haben wir erst auf der offiziellen Messe. Da ist das Ironman Village, macht jetzt glaube ich dann gleich auf. Gehen wir jetzt einfach mal schnell Runden durch, ganz geschwind, dass ihr einmal seht, was da drin ist. Ich glaube, da hört man jetzt eh nichts mehr durch die Moderation. Der Rocker stand. Aber Rocker haben wir schon hunderte von Dollar in den Rachen geschmissen. Ja, der Rocker ist natürlich riesen vertreten. Das ist immer ein neues Rocker. She's working the Ironman Utah right now. Oh, okay. Yeah, so she's like closer to the front of the expo. I'm just hanging out here. Ah, da ist Beatplay, muss ich mir noch bitte alle schauen. Jetzt haben wir rüber durch. So, das ist auf der anderen Seite, das ist quasi der Früchtemarkt da, der wo da die Krone immer ist. Das ist vorhin diese ausgelagerte Messe, da wo der zweite Ironman Store ist, den haben wir ja auch schon mal hergezeigt.
mit dem neuen Kono-Zeichen, was sie da eingebaut haben. Genau, ist da drin. So, und jetzt geht's rüber Richtung Uncle Billy's. Da ist traditionell der Rudi immer drin. Der baut jetzt riesig groß auf. Keppo ist da drin. Genau, und jetzt sieht man da drüben, ne, dass quasi die ganzen Läden, alle haben jetzt schon irgendwo irgendeinen Anbieter mit drin. Ne? Genau, jetzt gehen wir da mal schnell rauf. Da haben wir so einen Helm schon probiert, aber da hat mir eigentlich keiner so richtig gepasst, wenn ich ehrlich bin. Genau. Weiß nicht, ich gehe jetzt einfach mal durch. Da hat der Sanders eine Session morgen. Macht aber Intervalle, wenn wir mir zuschauen natürlich. So, ich war ganz schön überladen, die alle drei in der Race Week. Also überall ist da irgendwas, also normalerweise habt ihr gesehen, letzte Woche das Video, der Hund war recht, ah, und dann lacht er irgendwo mit der Zwiebel an. Seht ihr, überall ist irgendwo ein Ironman-Zeichen und ist irgendwas, wo jemand was ausstellt. Ja, und vor allem ist auch das Treiben natürlich schon viel wuseliger jetzt in der Race Week. Also überall ist irgendwo einer, wo mit dem Radl anfährt oder wo läuft oder wo immer ist irgendwas los auf dem Valley Drive. Ah, da haben sie die Nationenflaggen schon rausgehängt. Nimmst du Zitrone? So, jetzt gehen wir zum Pier vor. Ist immer noch wuseliges Geschwimmen da draußen. Heute war schon das Kaffeeboot draußen. Das glaube ich schon nicht mehr da. Aber morgen macht man ein Video mit Kaffeeboot, da schwimmen wir raus. Da ist jetzt auch schon die Hall of Fame aufgebaut. Da haben die Ironman-Sieger der letzten 40 Jahre haben da quasi eine Ehrentafel. Die stellen sie am Pier, also auf die letzten 100 Meter vom Zielenlauf auf. Genau. Und es wird jetzt auch den nächsten Tag, ich werde dann auch der alle drei da herunten gesperrt. Da im Hintergrund seht ihr noch, da dann noch auf der Schwimmstrecke einige vor sich hinwuseln. Wie gesagt, das Coffeeboat ist jetzt schon draußen, da schwimmen wir morgen raus und machen ein paar Aufnahmen. Genau, ah, da haben sie schon angefangen mit dem Aufbau von den ersten Tribünen. Ah, und da ist er. Der Jan, the greatest. Du garantiert, ist irgendwo da der lange. Schau, und schon haben wir vorne am King K Hotel. Ihr seht ja, da ist jetzt ja mittlerweile schon die Wechselzone aufgebaut. Also, was heißt die Wechselzone? Die Trainingswechselzone. Da kannst du früher, wenn du kommst, dein Radl abgeben. Oder dein ganzes Gepäck und dein Zeug. Und dann da wieder abholen. Und dann kannst du quasi ungestört zum Schwimmer gehen, weil warum, das werdet ihr morgen sehen, es schwimmen ungefähr 1000 Leute in der Früh. Ein absolutes Gewusel, ne? Genau. Sagt man schon, das Race Hotel, da waren wir letztes Mal unterbracht, genau. Da eben der kleine Ironman Store, dahinter ist dann der große. Genau, den sieht man da. Und wie gesagt, so wie vorne auch, auf jeder Seite baut irgendwo irgendein Hersteller irgendwas auf.
Genau, da ist die Moderationskabine auch drüben. Genau. Und jetzt gehen wir zur Registrierung rein. Das ist dann da vorne irgendwo. Müssen wir da schon rein? Da war doch immer vorne seitlich, oder? Genau, da haben wir uns auch schon verewigt. Ah, da gehen wir hier vielleicht steht, oder? Da hat sich nämlich Trippy Coaching schon verewigt. Da waren wir natürlich die Ersten, da war die ganze Dorf noch frei. Mittlerweile, siehst du das? Da sind wir. Das ist ja der Jamie, der jetzt da bei uns da steht.